Von den großen Maschinen einer modernen Häckselkette kommen wir jetzt zu einem Liebhaber alter Deutz-Traktoren. Landwirt Josef Pröller arbeitet auf seinem Hof ausschließlich mit 12 Oldtimern. Aus gutem Grund. Die meisten pflege ich selber. Aber wenn es irgendwo an Schwierigkeiten hapert, dann hilft mir vielleicht ein Mechaniker. Aber sonst Wartungsarbeiten grundsätzlich selber. Und ich habe schon Kupplungen gewechselt. Das mache ich alles selber. Josef Prüller kennt seine Deutz-Traktoren in- und auswendig. Der Landwirt aus der Nähe von Rosenheim bindet die Wartung der Schlepper in seine tägliche Arbeit ein. Heute früh steht dabei sein 6005 Allrad, Baujahr 1967, auf dem Programm. Also beim Deutz-Motor ist halt das vom Vorteil, da ist Dieselleitungen, Ölfilter und Ölschraube und Öleinfüllstutzen, alles auf einer Seite und alles so beieinander, dass ein Eimer reicht für alle Ablassschrauben. Ölwanne, Ölfilter, Dieselfilter und Ablassschraube von der Einspritzpumpe. Jetzt aber nichts wie los. Josef Prüller sieht einem arbeitsreichen Tag entgegen. Es muss gehäckselt, gefüttert, gemistet und geeggt werden. Die Besonderheit: Für all diese Arbeiten setzt Prüller nach wie vor Deutz Oldtimer ein. Von insgesamt 12 Stück verwendet er immer den jeweils passenden Traktor zur entsprechenden Tätigkeit. 25 bis 40 PS, so sagt der 51-Jährige, sind für die meisten Arbeiten ausreichend. Da seien keine großen neuen Schlepper nötig. Josef Prüller ist ein überzeugter Deutz-Anhänger. Schon als junger Mann hatte er den Hof seiner Eltern übernommen. Und seit jeher wird hier mit Deutz gearbeitet. Ausdauer, Sparsamkeit und die günstigen Ersatzteile. Das sind für Josef Prüller die schlagenden Argumente für Deutz. Wenn ich schlagkräftig sein muss und bin alleine und hocke auf dem großen Schlepparm und habe eine große Maschine dazu, bin ich schlagkräftig. Aber für meine Hektar ist ja das zu teuer. Das rentiert sich dann nicht, rechnet sich nicht. Und das sind halt dann die Lohnunternehmen. Und so ist das wirtschaftlich, weil ich einfach nur die PS-Zahl einsetze, was ich wirklich brauche. Und wenn dann im Vergleich, was ich Hektar bewirtschaft, bin ich einfach immer der Sparsamste. Wirtschaftliches Denken, das für Josef Prüller nicht nur Prinzip, sondern Notwendigkeit bedeutet. Mithilfe seiner Geschwister kann er den Betrieb damit alleine bewirtschaften. Weiter geht's nun auf dem 4006. Zum Mistaufladen, Silieren oder Eggen ist der Dreizylinder der ideale Traktor. Bei all der Arbeit und dem Spaß mit den alten Traktoren steht für Josef Prüller noch ein weiterer wichtiger Aspekt im Vordergrund. Er möchte das Wissen um diese Schlepper erhalten. Auch der Nachwuchs, seine Nichten und Neffen, sollen vielleicht einmal auf den Geschmack kommen. Und da ist es natürlich klar, dass hier schon bei den Kleinsten ausschließlich Deutz gefahren wird. Deutz zieht sich eben wie ein roter Faden über diesen Hof von Josef Prüller. An Tagen wie heute kommt dabei eine ganze Reihe seiner Traktoren zum Einsatz. Und auch jetzt geht's mit der gesamten Familie noch einmal raus aufs Feld zum Maiseinfahren, bevor ein langer Arbeitstag für einen überzeugten Deutz-Kenner zu Ende geht.